Hallihallo zu einem neuen Gartenvideo. Schon wieder. Nummer 15 schon, gell? Spatzel, willst du auch Hallihallo sagen? Ja. Jetzt tut immer noch der Fuß weh. Keine Ahnung warum. Bei dem Rumgehinke so, wie das aussieht? Nö, eigentlich gar nicht mehr. Ja, na dann ist ja gut. Dann kannst du ja was schaffen. Muss ich auf jeden Fall. Also Leute, schauen wir uns das Zeug von gestern noch an. Also, ich drehe mal die Cam, auch wenn der Ton jetzt wieder etwas schlechter wird. Wir haben die Seite soweit fertig. Ja, die Rillen muss ich jetzt noch mit der Hand schnell nachschleifen. Hier waren die Mädels gestern sehr fleißig. Das ist auch schon soweit halbwegs gut. Nach hinten muss man natürlich noch ein bisschen reingehen, aber da müssen auch erst die Steine rausgeklaubt werden. Tja, und das letzte Stück nach vorne. Hier hat es natürlich jetzt einen schönen Haufen gegeben. Das werde ich auch irgendwann dann entsorgen müssen. Aber vielleicht gleichen wir ja auch hier dann noch die Fläche aus. Das werden wir noch sehen. So, ich würde sagen, dann die nächsten Szenen, wenn ich die Ecken vorne, die Rillen durchgeschliffen habe oder Manu dann einen Grill angefeuert hat. Und was noch? Und das erste Brett schon mal angeschliffen. Ja, irgendwie sowas. Heute machen wir noch die zweite Runde von unseren selber eingelegten Steaks, die mit Paprika. Und wenn alles klappt, dann gibt es heute noch ein leckeres Schweinefilet. Gefächert und gefüllt. Jo. Ja. Aber das jetzt wird auf jeden Fall auf den Grill geschmissen. Ja, aber jetzt müssen wir erstmal loslegen. So, jetzt werden die Rillen noch schön abgeschnitten. Und dann geht es weiter mit dem Streichen. Oder mein Schatz? Ja, richtig. So, den Grill habe ich jetzt gerade angezündet. In diesen, wie heißt der? Anzündkamin, genau. Ja, und nebenbei mache ich nämlich den Fächerbraten vorbereiten. Da haben wir erstens Paprika, Pfeffer, Salz und Knoblauch. Als Würzung, als ringsherum am Fleisch. Ja, und jetzt mache ich erstmal das Schweinefilet auspacken und ein bisschen vorbereiten. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, hier ist das Schweinefilet. Und wir füllen es mit Cheddar und Baconstreifen. Ja, das mache ich jetzt. Einfach ein bisschen hier die silberne Haut weg. Und dann mache ich das weiter. So, Taschen hat sie reingeschnitten und jetzt wird das Ganze noch mit SPP und Knoblauchpulver gewürzt. Und ich hoffe, der scheiß Ton ist halbwegs vernünftig. Und danach wird das Ding dann gespickt. Richtig. So, das Schweinefilet habe ich jetzt schon gespickt und gepfeffert, gesalzen, Paprika und ein bisschen Knoblauchgranulat habe ich auch noch drauf gemacht. Ja, und das geht gleich, wenn der Grill schön vorgeheizt ist, dann auf den Grill. So, Freunde, hier wurde auch schon wieder fleißig weitergebuddelt. Ich habe jetzt soweit die ganzen Zwischenstege, Rillen vorgepinselt. Ein Holz vorm Tod haben wir sicherheitshalber ja auch drauf getan. Und hier wird jetzt gerade der Tisch gedeckt. Ja. Und jetzt schaut euch erstmal dieses Highlight. Geile Schweinefilet an. Ja. Ich habe ja vorher gesagt, erst die Steaks, dann das Filet. Manu hat entschieden, erst das Filet, dann die Steaks, weil soll es nachher wirklich zum Pissen anfangen, so wie es angekündigt ist, können wir die Steaks zur Not noch daheim in der Pfanne rausbraten. Aber jetzt das Filet. Na? Vor lauter Arbeit hätte ich jetzt schon fast gesagt, es ist zu lang drauf, aber jetzt schauen wir mal, wie es schmeckt und wie es innen aussieht. Genau. Ja. Einfach aufschneiden.
Wunderbar. Na, also, ja. Der Duft. Oh, gleich lasse ich es mir schmecken, Leute. Wie viel möchtest gleich du? Leute, ich sag dir gerade, und was gibt's dazu? Spatzel sagt nix. Egal, schneid mal an und ess mal. Boah, das schmeckt jetzt richtig gut. Geil. Echt gut. Eigentlich hasse ich ja solche Sonntage wie die Pest. Aber es hilft nichts. Immerhin ist jetzt der komplett erste Durchgang, Streichdurchgang fertig. 5 Minuten warten und dann fange ich wieder mit dem Pinsel an, mit den Rillen komplett, bevor ich dann wieder mit der Rolle durchgehen kann. Das zweite Mal. Ja, und auch da hinten wird weitergemacht. Wir wollen ja auch die Hochbeete noch aufstellen, irgendwann einmal. Leute, kurz vor 4, so wie es der Wetterbericht angekündigt hat, fängt es zum Tröpfeln an. Wir sind hier schon am Aufräumen. Leider habe ich heute nur 2 Anstriche geschafft. Aber dann kann das jetzt einmal trocknen und der dritte kommt dann demnächst. Hilft nichts. Die Mädels haben hier noch saubere Arbeit geleistet. Bis vorne. Da noch ein bisschen mit dem Rechen drüber noch ein bisschen ausgleichen. Dann haben wir eine schöne gerade Fläche. Hier am Zaun entlang unten ist mir auch noch eine Idee gekommen. Da haben wir ja hier hinten auch so einen riesen Stapel Steine. Alina. Ja, und die kommen da einfach hin. Und Alina, du gibst jetzt auch Gas, legst dein scheiß Handy endlich weg, dass wir hier fertig werden. Ja, Entschuldigung, aber wenn man bloß da dran hockt und zockt. So Leute, dann sag mal Ciao Ikowski. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Okay. Ciao. Und weg sind wir schon.